Hey Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Es wird eine kleine Neuigkeit geben bei meinen Food-Videos und die seht ihr jetzt gleich in 3, 2, 1, go! Food Diaries, Rezepte, Kochen, Backen. Lecker und vegan mit Shanti Tan. Lecker! Ich habe jetzt ein Intro! Juhu! Ich habe irgendwie nie daran gedacht, mir ein Intro für meine Food-Videos zu machen. Wusste auch nicht, dass ich eins brauche, bis meine Freundin Fanny mir dieses Jingle einfach so geschickt hat als Überraschung, was so süß war. Ich habe mich total gefreut und sie hat das zusammen mit Curly gemacht. Die beiden sind Musiker und haben das im Studio für mich einfach aufgenommen. Richtig, richtig süß. Curly kannte mich nicht mehr und hat das einfach mit ihr zusammen gemacht. Ich bin unfassbar dankbar. Also vielen, vielen Dank an euch beide. Und als ich dann letztes Jahr irgendwann mal in Berlin war, habe ich meinen Teil auch aufgenommen. Food Diaries, Rezepte, Kochen, Backen. Lecker und vegan mit Shanti Tan. Lecker. Lecker und vegan mit Shanti Tan. Lecker. Lecker und vegan mit Shanti Tan. Und ja, als dann alles fertig gemixt war und zusammengeschnitten war, habe ich hier in unserer Küche mit Marvin das Intro gefilmt und er hat mir dann noch geholfen, die Special Effekte zu bearbeiten und so. Und jetzt ist es fertig. Vielen, vielen Dank an Fanny, Curly und Marvin, dass ihr mir da geholfen habt. Ich hoffe auch sehr, dass es euch gefällt. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare und ich hoffe, dass ihr jetzt auch ein Ohrwurm habt und das immer mitsehen können, wenn dann die Food-Videos starten. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt mal zum heutigen Video. Und zwar wird sich in diesem Video alles um mein Lieblingsessen drehen. Und zwar die Sommerrolle. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr Sommerrollen sehr, sehr oft in letzter Zeit in meiner Story gesehen. Also ich könnte Sommerrollen wirklich jeden Tag essen. Und damit übertreibe ich nicht. Ich glaube, die könnte ich wirklich jeden Tag essen. Es ist einfach super gesund, es ist irgendwie nicht zu schwer, trotzdem wird man schnell satt und es macht Spaß, sie zuzubereiten. In diesem Video werde ich euch einmal meine ideale Sommerrolle zeigen, also was ich brauche, damit die Sommerrolle für mich perfekt ist. Aber ich werde euch auch noch ein paar Inspirationen und Ideen geben, was man noch so alles in Sommerrollen füllen kann. Und Mengenangaben und weitere Ideen findet ihr wie immer in der Infobox, also vergesst nicht da nochmal reinzuschauen. Und ja, ich glaube, mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß beim Video und let's make some summer rolls. Let's go. Let's go. Das sind alles frische Zutaten, die ihr für eure Sommerrollen verwenden könnt. Ich benutze allerdings am liebsten einfach wirklich nur Salat, vielleicht noch Sprossen, Tomaten. Ich finde, die geben nochmal eine Fruchtigkeit. Pilze mag ich super gerne, Paprika und ganz wichtig Gurke für den Knack. Ansonsten sind Reisnudeln ganz wichtig, die würde ich auch nicht ersetzen. Edamame könnt ihr noch benutzen, Shiitake-Pilze, festen Tofu und eventuell auch Cashewkerne. Und im Prinzip geht es bei Sommerrollen nur um die Vorbereitung. Also ihr müsst wirklich einfach das ganze frische Gemüse klein schneiden. Ich mache das immer in so Streifen, weil das kann man dann perfekt in die Rollen legen. Das habe ich jetzt einmal mit dem Rotkohl gemacht und auch mit dem Eisbergsalat. Ich muss mir wirklich neue Messer holen, vor allem wenn ich hier Food-Videos mache, geht das gar nicht, dass ich hier nur dieses eine Popelmesser habe. falls ihr Messerempfehlungen habt, schreibt es in die Kommentare. Die Pilze brate ich auch nicht an, die schneide ich einfach in Scheiben und gebe die so rein. Pilze, da sollte man nicht so viele auf einmal roh essen, aber ich liebe das einfach. Ihr könnt sie aber auch gerne anbraten. Und bei den Gurken nehme ich das Innere heraus, weil das sehr wässrig ist und benutze dann nur das grüne Fruchtfleisch. Gurkenfleisch. Und auch die Paprika schneide ich einfach in feine Streifen. Ihr könnt das auch extrem fein machen, dann hat man nochmal so einen ganz coolen Look von außen, wenn man das so ein bisschen mixt, weil dann die ganzen Farben gut zur Geltung kommen. Aber ich schneide einfach immer so mundgerechte kleine Streifen. Und die Tomaten schneide ich auch einfach in Scheiben, weil die kann man dann ganz schön so an den Rand legen, dass man die dann noch von außen sehen kann. Die Shiitake-Pilze habe ich einfach im Asiamarkt getrocknet gekauft. Ihr könnt aber auch frische nehmen. Und ja, die habe ich dann einfach gekocht oder ihr könnt sie auch einweichen und die habe ich dann ebenfalls in Streifen geschnitten. Dann kommen wir zum Tofu. Also ich bin persönlich auch super glücklich ohne Tofu in meinen Sommerrollen. Ich finde, die Reisnudeln reichen eigentlich. Aber ihr könnt den Tofu zum Beispiel so zubereiten, dass ihr erstmal das ganze Wasser ein bisschen rausdrückt, damit er nicht ganz so nass ist. Und dann könnt ihr den Tofu in Scheiben schneiden. Nehmt da ruhig dickere Scheiben. Meine sind ein bisschen zu dünn geworden tatsächlich. Also ihr könnt die ruhig ein bisschen dicker lassen. Und dann einfach in einer Pfanne mit neutralem Pflanzenöl und ein bisschen Salz anbraten. Ihr könnt den natürlich auch noch würzen. Aber ich mag es, wie ihr wisst, simpel am liebsten. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil und zwar das Reispapier, denn das entscheidet darüber, ob ihr Spaß an der ganzen Sache haben werdet oder nicht. Und ich habe immer dieses mit dem grünen Rand genommen und dachte immer, das wäre das Beste, weil mir das jeder gesagt hat, jeder hat mir das empfohlen und ich bin damit nie richtig klargekommen,
habe das aber immer auf mich geschoben und dachte, das wäre meine Schuld. Und habe dann irgendwann mal, weil das andere ausverkauft war, das mit der Rose drauf gekauft. Und es war einfach life-changing. Es hat so viel besser für mich funktioniert. Also das kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Schaut einfach mal im Asiamarkt, ob ihr das findet. Und ich habe damit wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und wenn ihr dann ready seid, könnt ihr euch eine Pfanne mit lauwarmem Wasser nehmen und dann einfach euer Reispapier darin einweichen. Es sollten eigentlich so 3 Sekunden reichen. Ich mache es immer so ein bisschen länger, drehe das dann auch nochmal. Und das Reispapier hat eine raue Seite und eine glatte Seite. Da müsst ihr einfach mal fühlen. Die glatte Seite sollte dann unten liegen und die raue ist die, wo dann das ganze Gemüse und die ganze Füllung drauf kommt. Dann nehme ich mir einen Teller und befeuchte den ein wenig, denn das erste Reispapier tendiert bei mir immer dazu, ein bisschen am Teller zu kleben, aber mit der Zeit legt sich das dann. Und es ist auch ein bisschen wie bei Pfannkuchen so, denn meine erste Rolle wird meistens nie so richtig was, also da muss ich schon viel Glück haben. Ja, und dann fange ich einfach an, das zu befüllen. Achtet darauf, nicht zu hoch zu gehen, damit ihr dann noch genug Platz habt, um die Rolle zu schließen. Aber ihr könnt es schon relativ voll machen. Fangt aber vielleicht klein an und dann legt ihr einmal das Reispapier so um bis zur Hälfte und nehmt dann die Seiten mit dazu. Und da seht ihr schon, dass es so ein bisschen am Teller klebt. Das ist immer mein Struggle, aber nach so 3 Reispapierrollen geht es dann. Und dann so fest wie möglich, ja, weiterrollen. Und hier habe ich übrigens das Rosenreispapier genommen, also das mit der Rose drauf. Und ihr seht schon, dass ich direkt eine richtig feste Rolle hatte. Und das habe ich mit dem anderen Reispapier überhaupt nicht. Und es hat einfach viel, viel mehr Spaß gemacht. Und so mache ich das dann mit allen Rollen. Ihr könnt wirklich eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ich habe hier zum Beispiel mal Rotkohl genommen. Das sieht halt ganz schön aus von außen. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt nicht der größte Fan von Rotkohl in der Rolle war. Aber jeder Geschmack ist unterschiedlich. Es war auf jeden Fall sehr knackig. Und ich habe extra für dieses Video ganz fancy essbare Blüten genommen. Das waren Stiefmütterchen. Und ja, das sah auf jeden Fall sehr, sehr süß aus. Ich wollte, dass die extra schön aussehen, aber ihr braucht natürlich keine essbaren Blüten. Das ist jetzt nur, weil ich extra fancy für euch sein wollte. Die Rolle sah auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus mit dem Rotkohl und den Blüten und den Sprossen und der Edamame. Es macht auf jeden Fall schon Spaß, weil man sich da so ein bisschen ausprobieren kann und austoben kann. Ja, und es ist auch irgendwie so ein bisschen meditativ, weil man währenddessen sich total entspannt und es ist, als wenn man so ein Bild malen würde. Da ja, entspannt man ja auch total und kommt so ein bisschen runter. Und deswegen liebe ich Sommerrollen machen auch so sehr, weil man halt wirklich seine ganze Energie in diese Rollen steckt. Das braucht wirklich seine Zeit. Man möchte dann auch nicht einfach zwischendurch die Rollen schon aufessen, sondern ich will auf jeden Fall immer warten, bis ich alle Rollen gemacht habe und mich dann ganz in Ruhe hinsetzen und mein Essen genießen. Ich habe das Gefühl, wenn man selbst seine eigene Energie in das Essen steckt, dann weiß man das nochmal viel mehr zu schätzen und gibt einem ein viel besseres Gefühl. Und deswegen kann ich jedem nur Sommerrollen ans Herz legen. Es macht auf jeden Fall super viel Spaß, die zuzubereiten. Und jetzt kommen wir zu meiner perfekten Sommerrolle. Die besteht aus vielen Reisnudeln, knackigem Salat, Tomaten, Paprika, Gurke und Pilzen. Das war's. Ich finde, mehr braucht man nicht. Ich finde, das schmeckt so am besten. Es ist schön simpel und dann kommt alles irgendwie schön zur Geltung. Es ist kein Geschmack, der zu dominant ist und das ist einfach für mich die perfekte Rolle. Love it! Dann kommen wir zu meinem Dip, den ich immer mache, wo ich auch sehr oft nachgefragt werde und der besteht aus Erdnussmus. Ich schätze da wirklich einfach immer ab. Ich nehme ungefähr so 2 bis 3 Esslöffel und dann ein großer Klecks von dieser Hoisin-Sauce bekommt ihr auch im Asiamarkt. Und dann ungefähr 2 Esslöffel Sojasauce und ein bisschen Ahornsirup und ein bisschen Limettensaft. Und das Ganze vermenge ich dann und strecke das noch ein wenig mit Wasser. Und zwischendurch, ja, probiere ich einfach immer und gucke, was noch fehlt, wovon ich noch ein bisschen mehr brauche. Und ja, so habe ich einfach die besten Erfahrungen gemacht, als wenn man sich immer an festen Werten richtet, sondern ich mache das wirklich einfach immer nach meiner Präferenz, die ich in dem Moment habe. Und so könnt ihr halt auch genau die Textur bestimmen und schauen, wie dickflüssig ihr die haben wollt oder wie dünnflüssig eben. Und dann habt ihr auch schon perfekte Sommerrollen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr in eure Sommerrollen füllen werdet und wie euch die Soße schmeckt. Für eine nussfreie Variante schreibe ich nochmal ein Rezept in die Infobox. Schaut da gerne nochmal vorbei. Und so sieht eine Rolle aufgeschnitten aus. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, auch mal andere Zutaten zu verwenden. Und ich esse übrigens immer so, dass ich die Soße da drauf gebe mit einem Löffel, weil dann kleckert man nicht alles voll mit der Füllung. Und ja, es war super, super lecker. Und Überraschung! Ich habe noch ein kleines Rezept für euch oder eine kleine Idee. Und zwar kennt ihr momentan die ganzen Tortilla-Wrap-Rezepte, wo die Leute den Tortilla so aufschneiden und dann die 4 Ecken befüllen. Und das habe ich auch mit dem Reispapier gemacht. Ich habe das auch schon ein paar Mal online gesehen und ich fand die Idee echt cool und wollte das dann mal selbst ausprobieren. Und es hat echt ganz gut funktioniert. Man muss versuchen, das so fest wie möglich zu... Ja, man rollt es ja nicht, aber irgendwie
so stramm wie möglich zu legen. Und ich hatte so einen kleinen Struggle mit dem Reispapier, weil das klebt ja schon. Und auf jeden Fall muss man da so ein bisschen drauf achten, dass man sich nicht so blöd anstellt wie ich. Aber wenn man dann einmal den Dreh raus hat, dann passt das auch schon. Und dann hat man so einen kleinen Sommerrollen-Wrap. Also fand ich echt ganz cool und ist irgendwie lustig. Ich kann mir auch vorstellen, dass man den vielleicht ganz gut mitnehmen kann. Und ja, hier probiere ich ihn und teste meine Kreation. Das ist gut. Und das war's auch schon. Wenn ihr jetzt Appetit auf Sommerrollen habt, dann lasst es mich wissen. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Video auch gerne eine Bewertung nach oben geben. Und falls ihr Sommerrollen nachmacht, dann vergesst nicht, mir Fotos zu schicken. Ich glaube, es gibt nichts, was mich irgendwie glücklicher macht, als eure Fotos von euren nachgemachten Gerichten zu sehen. Ja, ansonsten würde ich sagen, falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis dann. Tschüss.